Hallo Leute, heute zeige ich euch meinen Bastelbogen. Hier haben wir die Donautalbahn Agilis. Die konnte man hier zusammenfalten. Es ist jetzt hier nicht Papier, sondern keine Ahnung halt. Aber hier ist was für die Oberleitung und da steht der Name Agilis. Und sie fährt in Richtung, sieht man das jetzt gut? In Richtung Regensburg Hauptbahnhof steht hier. Und heute zeige ich euch, wie ich diesen Bastelbogen eines Bahnübergangs gemacht. Hier habe ich jetzt so ein Blinklicht, da habe ich was hin reingeschnitten und das halt ist nicht mehr so gut. Das habe ich jetzt hier in eine Klebdose hingestellt. So, jetzt zeige ich euch mal den Bogen. Hier haben wir noch eine Barke. Mit dem alten Schild und noch eine Lok. Das zeige ich euch jetzt noch. Ich habe hier schon mal die Fahrbahnmarkierungen ausgeschnitten. Und Schienen haben wir hier noch. So, und jetzt fange ich jetzt an mal zu schneiden. Und hier haben wir noch die Gleiseinlage des Bahnübergangs. Und hier Blinklichtanlage. Hier ist die Vorderseite und die Hinterseite. Die ist jetzt schon mal geklebt. Und jetzt schneide ich kurz. So, jetzt habe ich eine Seite schon mal weggeschnitten und jetzt kommt die andere Seite.
So, und jetzt kommen das Blinklicht schneide ich in einem weiteren Video noch aus. Jetzt kommen wir zu dem Backen. Die Backen sind fast ausgeschnitten und jetzt kommen wir zu der Schiene hier, zu der Gleisanlage des Bahnübergangs. Ich hoffe, es hat euch dieses Video gefallen. Abonniert unseren Kanal. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wünscht euch Bahnübergang Blinker.